Willkommen zurück bei The Long Dark und wir hatten letztes Mal einen Kampf mit einem Bären und ich sehe jetzt hier gerade Arbeitsstiefel. Aber ich habe Arbeitsstiefel, aber oh, die wurden ja ganz schön zerstört. Ach du liebes bisschen, Leute. 35%. Ja, die nehme ich auf jeden Fall mit. Doch, no one needs Eieiei. this Und anymore. das habe ich eigentlich überhaupt nicht gedacht, dass der Bär unsere Ausrüstung kaputt gemacht hat. Okay, wir müssen ein Feuer machen, denn ich habe nichts mehr zu trinken. Ich habe nichts mehr zu trinken. Und der Bär ist noch immer irgendwo unterwegs. Ich höre ihn. 12 Stunden Tageslicht übrig. Oh, Brennstoff. Nein, haben wir auch keinen Brennstoff mehr? Okay. Okay. Gut, dann werden wir mal eines machen. So, wir werden. Nö. Hier, das werden wir jetzt mal ausmachen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Anziehen. Die werden wir zerlegen. Okay. Dann werden wir die hier anziehen. Die hier ebenfalls zerlegen. So, das heißt, wir haben schon einmal einigermaßen wieder bessere Stiefel, einfacher Wintermantel. Warte mal, der Pullover, dicker Pullover. Okay, der ist nicht. Der ist aber eigentlich noch ganz okay. Gut, wir werden auf jeden Fall den hier reparieren. Eine Stunde dauert das. Eieiei. Bleibt nicht mehr viel Tageslicht übrig. Aber ich muss euch eines sagen. Ich habe mir Karten runtergeladen von allen Gebieten. Das heißt, ich bin jetzt relativ gut versorgt, was die Gebiete betrifft. 38%, okay. Okay, die Jacke, die können wir. Machen wir noch einmal. Ich repariere es lieber etwas länger. Lassen wir mehr Zeit. Oh Gott, und wir müssen trinken. Na, das ist sehr gut. Und ich glaube. Ach. Shit. Die halten länger. Die werden wir zerlegen. 8 Stunden Tageslicht nur noch. Huiuiui, das könnte knapp werden. Sieben Stunden. Oh, es ist wirklich nicht mehr viel. Wir verbrauchen eigentlich den ganzen Tag, um unsere Sachen hier zu reparieren. Aber der Mantel, der ist mir wichtig. Deswegen möchte ich ihn reparieren. Perfekt. Sehr gut. Okay, jetzt bin ich einigermaßen beruhigt. Okay, aber wir sind sehr durstig. Huh, und wir haben nicht mehr viel zu trinken. Okay, das sollte uns mal helfen, um über die Runden zu kommen. Warte mal, wo geht's hier raus? Eigentlich hier geradeaus, oder? Genau. Okay. Der Bär ist hier noch irgendwo. Wenn wir mal nachladen. So, wir brauchen auf jeden Fall Feuerholz. Ich muss mir unbedingt etwas zu trinken machen. Das Problem ist, wenn ein Bär hier im Umkreis ist, ist das nicht sehr toll. Ich muss auf jeden Fall zum Wald. Ein Beil haben wir leider Gottes nicht, sonst hätten wir schon das hier auseinandernehmen können. Oder? Wir haben doch kein Beil, oder? Haben wir ein Beil? Nö.
Haben wir nicht. Schön vorsichtig. Schön, schön vorsichtig. Ich hoffe, dass wir hier Holz finden. Sieht alles sehr mager aus. Dort hinten, glaube ich. Hier. Sehr gut, hier haben wir schon ein bisschen was. Ich nehme jetzt nur mal die kleinen Stöcke mit. Denn es ist sehr kalt. Okay, hier ist eigentlich auch nur der Weg, der hier rauf geht. Vielleicht laufen wir dem Bären über den Weg. Ich gucke mal hier auf die andere Seite rüber. Ah, hier haben wir Stöcke. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Die kann ich echt gut gebrauchen. Auch wenn wir jetzt überladen sind. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. So, hier haben wir noch einen. Und ich glaube, wir müssten auch bei der Sendestation ein paar Stühle oder sowas haben, oder? Die könnten wir eigentlich auch auseinandernehmen. Wobei das jetzt eigentlich hier schon relativ gut ist, was wir haben. Essen wäre mir eigentlich nicht so wichtig. Wir haben genug Erdnussbutter, aber wenn man nichts zu trinken hat, dann ist der Spaß sehr, sehr schnell vorbei. Okay, hier geht's steil bergab. Oh Gott. Ah, eisig. Eisig. Ich möchte es nicht riskieren. Ich möchte es nicht riskieren, dort hinabzufallen. Okay, hier haben wir die Sendestation. Zerlegen wir kurz hier. Perfekt. Ein bisschen Unterkühlung können wir riskieren. Es wird schon nicht so schlimm sein. Hauptsache, wir können Feuer machen. Und ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so kalt, oder? Minus 6 Grad gefühlt. Das ist eigentlich ganz okay. Da hält uns unsere Kleidung noch relativ gut. Sehr schön. Funktioniert gut. Da hinten ist ein Wolf. Den könnten wir angreifen. Hase. Den Wolf könnten wir angreifen. Hier. Das machen wir jetzt. Komm her, Wolf. Komm her. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gibt auf jeden Fall Frischfleisch. Massig Frischfleisch. Perfekt. Und wir sind nicht einmal unterkühlt, Leute. Das heißt, es hat sich ausgezahlt, aber wir sind sehr schwer beladen. Sehr, sehr schwer beladen. Und dort oben schlägt das Wetter um, glaube ich, oder? Die Sicht ist irgendwie so eigenartig. Oh, okay. Wir sollten eh schauen, dass wir zurückkommen. Oh, ein Hase. Hey, Hase!
Hey! Okay, sehr gut. Wir haben noch eine als Reserve. Ich glaube, 11 Schuss müssten wir haben, oder? Wie viel passen da rein? 10 Stück, oder? Der Bär ist leider Gottes auf und davon. Also ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Und ich werde dann eines machen, und zwar gegenüber von diesem Signalturm gibt es eine Farm. Eine Farm mit einer angeblich Scheune oder so. Und dort möchte ich als nächstes hin. Und anschließend gibt es einen Ort, also eine andere Karte, die nennt sich Timberwolf Mountain. Oh, da haben wir Holz. Da haben wir Holz. Leute, wir sind gerettet. Da haben wir Holz. Wir hätten eigentlich gar nicht so weit gehen müssen. Ich glaube, nächstes Mal gucken wir uns einfach besser um. So, jetzt können wir alles braten. Okay. Brandbeschleuniger? Nee, probieren wir so. Wir haben... Oh, mit dem Feuerstahl. Das probieren wir jetzt. Den haben wir ja, glaube ich, hier gefunden. Da bin ich jetzt echt gespannt. Aber ich glaube, es dauert länger, oder? Aber dafür geht uns dieser Feuerstahl nicht aus, so wie die Streichhölzer. Aber ich glaube, wir müssen ihn dafür reparieren. Aber es sieht doch schon einigermaßen gut aus. Perfekt. So, jetzt schnell nachlegen. So. Jetzt werden wir hier mal das Wolfsfleisch garen. Das war alles komplett. Danach machen wir uns eine ordentliche Portion zu essen, zu trinken. Perfekt, damit müssen wir auf jeden Fall wieder für den nächsten Tag versorgt sein. Okay, warum hält das Feuer jetzt nur noch 9 Minuten? Ist es so kalt? Ach so, weil der Wind geht. Höchstwahrscheinlich, ja. Okay, das ist jetzt ein Problem. Haben wir hier windgeschützt? Hier ist windgeschützt. Theoretisch müssten wir hier ein Feuer machen. Mal einen Liter. Müsste sich ausgehen. Dann haben wir 3,5 Liter Wasser. Das ist richtig viel. Perfekt. Schnell hinein mit uns. Wo gehen wir hinein? Wo müssen wir hinein? Geht's hier hinein? Leute? Hier. So, okay. Okay, dann werden wir zuerst mal was trinken.
Und gleich mal einen Happen essen. So. Schlafen wir gleich mal 11 Stunden. Und dann werden wir weiterziehen. Oje, ich glaube, der Wind bläst noch immer. Hier knarrt alles. Oh. Schon stürmisch hier. So noch irgendetwas Holz? Nö, oder? Vielleicht haben wir drinnen noch ein bisschen Holz? Dann könnten wir uns vielleicht noch einen kleinen Tee machen, aber sieht gut aus. So, die Laterne ist Schrott. Brauchen wir eigentlich nicht. So. Minimum. Perfekt. Jetzt sparen wir quasi wieder Gewicht. Wir haben noch immer 34 Kilo. Ach du Scheiße. So. Ui. Da ist einiges hier übrig geblieben. 2 Stunden hat das gedauert. Ach du Scheiße. Nichts wie raus mit uns. Sollen wir uns gleich mal den Tee hier machen? Ich hoffe, dass das Feuer was wird. Ein Tee wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir jetzt losgehen. Das ist jetzt nur die Frage, wo wir hin müssen. Ich würde auf jeden Fall runtergehen. Oder wir... Ja, es ist die Frage. Ist die Frage. So... Ne, die Tomatensuppe können wir machen. So. Vielleicht noch einen Kaffee hinten nachschieben. Perfekt. Okay. Gehen wir los. Das wird jetzt richtig stürmisch werden hier. So, angeblich können wir hier rechts auch runter irgendwo. Warte mal. Müssen dann irgendwo Eisenbahnwaggons kommen.
hoffe, dass wir jetzt einmal richtig sind. Puh, es ist verdammt kalt. Okay. Richtig, richtig kalt. Ich hoffe, das hört irgendwann auf, aber wir müssen es riskieren, wenn wir weiterkommen wollen. Ist die Frage, ob wir dort gehen sollen oder nicht lieber hier, beim Weg. Und dann links rüber. Dort, wo der Wolf war. Oh Gott. Was tun wir uns eigentlich an? Ich hoffe, dass wir jetzt nicht den Bären über den Weg laufen. Das wäre jetzt fatal. Hier war irgendwas. Ich habe irgendwas gehört. Ich glaube, hier runter müssen wir. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, noch ein Stückchen weiter rauf. Und dann von dort links rüber. Eieiei. Das könnte jetzt sehr spannend werden, ob wir das schaffen werden. Und auch gut aufpassen, dass kein Bär irgendwo in der Nähe ist. Ich glaube, hier sind wir richtig. Schnell alles einsammeln. Wahnsinn, Wahnsinn, wie laut das auch ist. Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht komplett verlaufen. Oh, da hinten ist der Bär. Wo ist der Bär? Jawohl! Wir haben ihn. Wir haben den Bären, Leute. Wahnsinn. 32 Kilo. Ah, den können wir leider im Moment nicht ausnehmen. Es ist leider viel zu kalt. Wir müssen jetzt echt schauen, dass wir hier irgendwie schauen, dass wir uns in Sicherheit begeben vor dieser Witterung.
Ich glaube, das müsste hier passen. Hier ist eine Hütte. Hier ist eine Hütte. Kommt echt wie gerufen. So, wir merken uns einfach diese Gegend hier. Eieiei, jetzt wird uns richtig kalt. Ich weiß nicht so recht. Die schützt ja auch nicht wirklich. Aber hier haben wir ein Beil. What have we here? Wir könnten hier zumindest kurz Kraft tanken. Probieren wir es. Es wäre auf jeden Fall ein Hit, wenn wir das schaffen würden. Wahnsinn, wir haben den Bären erlegt, Leute. Ah, das ist... Oh, gescheitert. Gleich noch einmal. Hier mit den Stöcken machen wir es. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee, es mit den anderen Materialien zu versuchen. Ja, 32 Kilo Fleisch gibt der Bär her. Das ist schon eine Menge. Also damit könnte man schon einiges anfangen. So. Ich hoffe, dass sich das Wetter irgendwie bessert. Einen Liter, glaube ich, bekommen wir noch raus. Wahnsinn, es wird gar nicht besser, das Wetter. Machen wir uns gleich nochmal einen Kaffee. So, perfekt. Okay, wir können den Bereich hier verlassen. Und das Wetter hat sich ein wenig gebessert. Tatsächlich. Ist jetzt nicht mehr ganz so wild. Und ich weiß, wo wir uns befinden. Und ihr seht auch schon hier, wir haben hier Strommasten. Zivilisation. Wir müssen jetzt... Also ich möchte ja zu dieser Farm gehen. Und diese Farm müsste sich südlich von hier befinden. Also da haben wir jetzt hier diese Brücke. Die Brücke müssen wir entlang gehen. Da kommt schon wieder der Wind. Gibt's ja nicht. Die Brücke müssen wir entlang gehen. Das Gute ist jetzt, dass wir ein Beil haben. Und dann müsste auf der rechten Seite... Wir sind schon sehr schwer beladen. Wahnsinn. Sollten mal wieder ein Fleisch essen, damit das weniger wird. Dann vielleicht irgendwann einmal überlegen, etwas abzulegen. Ich glaube, Wärme... Okay. Getränke schützen uns noch vor der Kälte. Und es sollte dann irgendwo eine Farm auf der rechten Seite erscheinen.
Und die können wir, glaube ich, betreten. Die können wir tatsächlich betreten. Herzschmerzbrücke. Und dort hinten sehe ich schon was. Seht ihr das dort hinten? Ein Silo. Und hier ist ein Auto. Hier ist ein Auto. Sehr gut. Wo jetzt der Bär ist, habe ich leider Gottes keine Ahnung. Aber hier liegt auf jeden Fall etwas drinnen. Sehr gut. Essen, Streichhölzer. Ist nichts. Wenn wir mal von hier gucken, sehen wir aber, glaube ich, Handschuhe. Nee, ich lasse sie da. Aber die Zeitung nehmen wir mit. Sehr gut. Okay. Dann werden wir hier jetzt rüberstapfen. Zu dieser Scheune. Und dort müsste auch eine Hütte sein. Oder ein Haus oder irgendetwas, wo wir schlafen können. Und laut Karte ist dort auch eine Waffe eingezeichnet. Also wenn wir Glück haben. Oh, das sieht doch geil aus, oder? Guckt euch das mal an. Das ist irgend so eine Baumplantage, oder? Das ist eine Obstbaumplantage. Cool. Das Wetter wird auf jeden Fall besser. Jetzt kann ich noch die Zeit nutzen hier, um Stöcke einzusammeln. Denn wahrscheinlich werden wir dann schon einige Stöcke dort vorne haben. Aber Wahnsinn. Ich meine, hier ist natürlich jetzt der Nachteil. Da ist noch ein Bär. Okay. Das macht die Sache jetzt interessant. Da werden wir uns jetzt weitläufig hier von den Bären entfernen. Aber das ist insofern gut, denn wenn wir den erlegen können, dann haben wir eine Fleischquelle. Eine Fleischquelle, die wirklich sehr nah an einer Unterkunft grenzt. Und das ist immer sehr positiv. Okay, vorsichtig sein. Er kann uns natürlich wittern. Vor allem geht der Wind in seine Richtung. Wir könnten natürlich jetzt schnell sein. Idyllischer Bauernhof. Wir könnten jetzt versuchen, schnell zu sein. Und ihn versuchen, abzuknallen. Oh, nein! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wow. Gott, schnell hinein, schnell hinein. Leute, oh mein Gott. Oh Mann, das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich echt nicht tun sollen. Gut. Was brauchen wir? Ich glaube, wir müssen nur schlafen, oder? Ruhen wir uns mal aus. Haben wir irgendwo hier ein Bett? Oh Gott, oh Gott. Gibt's hier wohl ein Bett? Wow, das ist total heftig, sich so zu bewegen. Ich sehe hier kein Bett. Aber ich muss eindeutig Feuer machen. Ja, aber er hat auf jeden Fall etwas abbekommen. Ah, hier können wir rauf. Ich glaube, oben gibt's dann ein... Was ist das? Achso, ein Buch. Okay.
Oder gibt's hier ein Bett? Hier gibt's nichts, aber das sieht total geil aus hier, Leute. Oh, hier fand eine Geburtstagsparty statt. Okay. Hier, Betten. Sehr gut. Schlafen. Schlafen. Schlafen, Leute. Nichts als schlafen. Oh Gott. Okay. Sieht es schon mal ganz gut aus. Ich werde mich hier weiter ausruhen. Und bevor es hier weitergeht, machen wir ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann.